Da liegt das neue Gerät. Viele haben es eh schon auf Insta gesehen. Ich war ein neues blaues Maxi wie Projekt Blueprint circa nur noch einmal angestaubt. Und das soll das mal alle Fahrzeuge erhalten, die man braucht, um mit dem originalen Maxi leibend auf der Straße fahren zu können. Ich habe mir da schon einige coole Sachen überlegt. Und ich würde sagen, heute waschen wir es einmal. Dass wir mal sehen, was wir da gebrauchen können, was nicht. Wie der Lack beieinander ist. Und dann schauen wir. Okay, Burschen, alles aufpoliert. Man sieht jetzt da herinnen eigentlich gar nicht so schön, aber es glänzt jetzt alles. Aber ich glaube, es ist alles nicht so schlecht vom Lack her. Und ja, würde ich sagen, bauen wir das Gerät zusammen. Let's go! So, ich bin mittlerweile herum auf der Werkbank. Wie ihr sehen könnt, da seht ihr es schon schöner, Alter, wie der schön glänzt. Blau ist auch gleich anders, wenn es heller ist. Nur da hinten haben wir eben den Schönheitsfehler. Aber den werden wir irgendwie beheben in DAX vielleicht. Und ja. So, und jetzt ist da ein kleiner Zeitsprung drinnen. Das habt ihr eh noch gesehen, wie ich es poliert habe. Jetzt mittlerweile sind die Felgen auch schon schwarz lackiert. Die Dämpfer wieder drin, die schwarzen Motten, gleich wie beim Projekt Blueprint. Reifenaufkleber von Pirelli. Und ja, schaut nicht so schlecht aus. Da, wie ihr seht, das ist leider nicht ganz so perfekt geworden. Also war das Kfz. Pickel-Zulassung drauf und das habe ich leider nicht so gut hinkriegt mehr. Ja, leichte Mäntel sind da oben, die Anlass 2.0 schmal und ja, ich glaube, das wird recht fein. So, und zwar habe ich schon mal die Überströmer angepasst. Ich habe das da anzeichnet auf der Dichtung, habe das dann da auf unserem Motorkreis anzeichnet und habe das mit dem Luftfräser schon mal perfekt anpasst und es wird ganz einfach ein DMP-Zylinder 70 Kubik hergenommen. Ich glaube, das wird ein recht guter Zylinder sein für, ja, für den Alltagsgebrauch dann in weiterer Folge. Da haben wir in der Insta-Story schon ur viel Leute geschrieben, es ist ein federgelagertes Getriebe. Ich weiß nicht, ob das alle kennen. Ist, glaube ich, relativ selten, oder ich weiß es auch nicht. Soll ruhiger rennen anscheinend, werden wir sehen, gell? Und ja, DMP 2.0. Die Vidon Simmerringe heißen jetzt ein bisschen anders auf Buchschub, gibt es aber glaube ich nach wie vor. Alles neu gelagert, dann würde ich sagen, ist Zeit zum Zusammenbauen. So, und jetzt da endlich beim Bahnhof-Polysix Bauterrain-Gerät sozusagen zusammen. Okay. Mit der Bohrmaschine. Mit was für Dichtmasse hast du das da gemacht? Inotec. Zeig gerne. Okay, nur Inotec. Nur Inotec vergibt mir die Dichtung, die ich brauche. Ja, das ist schon so hoch. Wirklich? Ich gehe da immer noch, damit der kannst du sowieso dichten. Dann verabschiede ich von dem federgelagerten Kurbelkreis. Ja, was Kurbelkreis. Wir bauen das jetzt zusammen. Passt. Der zieht auch wirklich. Du ziehst das denn mehr wie ich, aber Alter. Ich hab einen Stabilisator. Auf Schrauben auch. Scheiße, auf die wird's vergessen. Na, dann lassen wir es ohne Schrauben leider.
so der historische Moment ist gekommen. Ein Bayern 46 schraubt den DMB-Zylinder auf. Bisschen ein Hammerl gerupfen. Ah. Was sagst du, wie wird die Quetschkanten vermutlich 6,8. Viel zu viel. Von ja. Ohne Ding so eine Dichtung. Heißt, du hast irgendwas falsch gemacht. Warum? Weil der Pfeil zum Vergaser zeigt. Habe ich nicht wirklich vergessen. Bin gespannt. Ja. So, zweite Variante, richtig. Ich sage nicht mehr wer, sag mir, woher kommt das ganze braune Zeug? Der geht nicht, gell? Der ja. Strick, der Kulm. Strickreiber. Halt. Das macht das. Was sagst du, Quetschkantenmäßig? 6,8. 6,8 passt du. Mhm. Sehr gut. Mhm. Braucht man nichts auslittern, da fahren wir so ohne dich. Warte mal, dichter. Das ist ein angeschliffener, gell? Die brauchen wir auch nicht, gell? Ja, machen wir schon drauf. Der Chef höchstpersönlich ist da von der Fabrik. Hat man für meine neue MVD-Zündung da schon eine neue Distanz mit Air-Inlet aufgemacht. Und jetzt wird die Zündung auch noch da eingebaut. Sag, was sagst du zu der MVD-Zündung? Was gibt's da zu sagen dazu? Ja, 100.000 Kabel. Keine Schaltpläne dabei, nix, aber findet man alles im Internet. So, der Rassenschraft hat beim Banner 46, beim Banner 46 Glocken. Wie viel PS erwarten Sie da? 6,4. 6,4 nur durch die Glocken. Da werden wir schauen nach dem Prüfstand, wenn wir die wieder ummontieren, was dann schwächer, ist dann schwächer sein wird. Wie steht der innen auch? Schneider du ländige Äpfel, also der so wird wieder erwischt in einem Video. Da bin ich so versteckt. Oder so. So, Dax, das sind wieder die Zero-Weight-Mitnehmer, oder was? Zero-Light. Ich bin noch immer im alten Stand, Alter, von den 60er. Ich fahre noch mit einem originalen Anweiser mit. Einen lockeren Gabelkopf. Nein. Ja? Nein. Beim Bahner 46 kriegen wir nicht mehr runter vom Opel. Fahrt in einer halben Stunde. Beim Bahner 46 gerade seine ersten Runden. Und jetzt kommt er da um die Kurve. Und er fährt durchs Ziel. Eine Runde dran noch. Warte, wenn wir im Wagen sitzen, dann sind wir gleich da. Aber beschleunigt noch weg. Geht schon 100 Meter, okay? Auf die Plätze! Fertig! Los! Oh!